Ja, hallo Elektronikfreunde. In diesem Video geht es um das Thema Spannungsteiler. Das ist natürlich ein Basisthema für jeden Elektroniker. Man sollte also wissen, wann man so einen Spannungsteiler einsetzt. Ich werde in diesem Video natürlich ein bisschen Theorie machen und natürlich auch praktische Beispiele zeigen, damit man sieht, wo man so einen Spannungsteiler eben verwendet. Zuvor einige Informationen. Und zwar möchte ich mal zwei Feststellungen und Aussagen treffen. Speziell für Anfänger ist es vielleicht immer etwas schwierig, das zu unterscheiden. Die erste Aussage ist praktisch hier mal geschrieben: Ein Spannungsteiler ist kein Spannungsregler. Das ist ein großer Unterschied. Ich komme dazu nochmal, was ich damit meine und gebe auch ein paar Beispiele dazu. Die zweite Aussage und Feststellung, die ich einfach treffe, ist: Techniker und Ingenieure verwenden generell Spannungsteiler ohne Last oder eben den unbelasteten Spannungsteiler. Für solche Ingenieure und Techniker macht es überhaupt keinen Sinn, einen Spannungsteiler so zu verwenden, als wäre da noch eine Last dran. Denn wenn das der Fall wäre, dann würde man einen Spannungsregler verwenden. Ich zeige mal hier ein paar Beispiele, was ich damit genau meine. Und zwar als erstes mal ein Beispiel für einen Spannungsteiler. Ein Spannungsteiler besteht ja mindestens aus zwei Widerständen, die hier, wie zu sehen, in Reihe geschaltet sind. Es können auch mehr Widerstände sein. Und wenn ich die Aussage treffen kann, wenn ich sowas einsetzen will, dass dieser Strom, der hier wegfließt, I ungefähr 0 ist oder so gering im Gegensatz zu IQ, dann kann ich auch so einen Spannungsteiler einsetzen. Wenn dieser Strom nicht 0 ist, wenn hier also was wegfließt, dann kann ich so eine Form eines Spannungsteilers eigentlich nicht einsetzen, weil dann wäre er belastet. Und ich hatte gesagt, normalerweise Techniker und Ingenieure verwenden unbelastete Spannungsteiler in ihren Schaltungen. Als gutes Beispiel wäre hier mal so eine Signalquelle gegeben, die also ein Signal von, weiß ich nicht, 9 Volt auf 3,3 Volt reduzieren will. Das kann man mit einem Spannungsteiler machen, weil man weiß, beim Signal, was also hier in das nächste IC rein geht, dieser Pin, ist der Strom praktisch hier 0. Man muss dann den Spannungsteiler entsprechend natürlich berechnen. Aber wenn man jetzt ein Signal, ein Rechtecksignal zum Beispiel, von 9 auf 3,3 Volt reduzieren will, kann man durchaus so einen Spannungsteiler verwenden. Das wäre also ein Beispiel. Ein zweites Beispiel ist hier zu sehen mit dem Operationsverstärker, der als Komparator jetzt hier in dem Fall geschaltet ist. Beim Operationsverstärker ist es so, dass die Eingangsströme hier in den invertierenden und nicht invertierenden Eingang praktisch 0 ist. Die sind so gering, die sind im Nanoampere-Bereich, beziehungsweise gehen auch runter bis Femtoampere. Also man kann davon ausgehen, dass diese Ströme hier in den Operationsverstärker so gering sind, dass ich hier auch einen Spannungsteiler verwenden kann, um diesen Pegel hier an dem invertierenden Eingang zum Beispiel ja, ein bisschen anzuheben und nicht direkt auf Ground zu setzen zum Beispiel. Das wäre auch ein typisches Beispiel für den Einsatz eines Spannungsteilers hier in so einer Schaltung. Ein drittes Beispiel sieht man hier auf der rechten Seite. Das ist hier in dem Fall jetzt ein Spannungsregler, aber ich habe am Ausgang hier einen Spannungsteiler drin und die Mitte geht wieder an den Regler. Hier kann man auch davon ausgehen, dass der Strom, der hier in den Regler reinfließt, praktisch 0 ist. Deswegen kann ich hier auch einen Spannungsteiler so einsetzen. Ein weiteres Beispiel, viertes und letztes Beispiel für einen Spannungsteiler ist der Timer NE555. Wenn man sich da mal im Datenblatt diese Zeichnung anschaut, wie der intern sozusagen aufgebaut ist, dann sieht man, der NE555 hat drei Widerstände, die auch hier an Komparatoren gehen. Also da ist auch ganz klar, da ist ein Spannungsteiler drin und die Ströme, die da wegfließen aus diesen Spannungsteilern, sind so gering, dass man das auch durchaus so machen kann. Jetzt mal zum Thema Spannungsregler. Wie gesagt, das wäre was für Beginners oder Anfänger, die noch nicht so erfahren vielleicht damit sind. Ich kann jetzt ja auch sagen, na gut, ich habe eine 12 Volt Batterie oder einen Akku oder sowas und will damit meinen Mikrocontroller betreiben. Der läuft mit 5 Volt. Also nehme ich einen Spannungsteiler, der mir von 12 auf 5 Volt das runterbricht und dann habe ich das auch. Geht aber nicht, weil der Strom, der wegfließt, ist größer als 0. Und ich hatte ja gesagt, wenn dieser Strom größer als 0 ist oder wenn er eben, ja, wenn er gleich 0 ist, kann ich einen Spannungsteiler nehmen, aber wenn er größer als 0 ist, geht das nicht mehr, dann brauche ich also einen Spannungsregler. Also in diesem Fall muss hier ein Spannungsregler eingesetzt werden. Wenn man sich jetzt die Theorie dazu mal anschaut, dann sind erstmal drei Dinge notwendig, die man kennen sollte.
Da ist zum einen natürlich das Ohmsche Gesetz, was immer gilt, R ist gleich U durch I. Dann brauchen wir das Kirchhoffsche Gesetz und zwar das für die Maschengleichung, also was ja besagt, dass die Summe aller Spannungen in einer Masche 0 Volt ist. Und dann zum dritten Punkt braucht man noch die Formel für die Reinschaltung von Widerständen, also die Summe der Widerstände besteht aus den Einzelwiderständen, also R-Sum hier in dem Fall ist gleich R1 plus R2 und so weiter. Mit einer Kombination von dem Ganzen kann man nun hier in dieser Schaltung mal schauen, wie das so funktioniert und wie die Abhängigkeit ist von den einzelnen Spannungen. Und zwar macht man einfach hier so eine Masche. Es ist auch egal, wie rum man die jetzt hier zeichnet. Ich habe sie jetzt hier entgegen des Uhrzeigersinns gezeichnet und man verfolgt eigentlich nur die Pfeile. Ich habe jetzt hier eine Spannung, die ist eben 9 Volt plus 9 Volt. Wenn ich hier weitergehe, habe ich auf einmal entgegengesetzt den Pfeil. Das heißt, ich habe hier minus UR2, minus UR1 und bin wieder zurückgelangt. Und damit kann ich sagen, die UB minus UR2 minus UR1 ist 0 Volt. Das sieht man hier in dieser Formel. Und man hat auch nur einen Strom, wie man hier sieht, der dort fließt. Und die Frage ist jetzt, wenn man jetzt so einen Spannungszähler hat, wie ist eigentlich das Verhältnis zwischen UR1 oder UR2 zu UB? Also wie kann ich da eine Formel generieren, die mir relativ einfach das zeigt? Als Beispiel habe ich jetzt hier mal die UR1 genommen. Also wie ist das Verhältnis von UR1 zu UB, also dieser Spannung zu dieser Spannung? Dann kann man das einfach erstmal einsetzen. UR1 ist nun mal UR1. UB ist die Summe von den beiden. Denn wenn ich jetzt diese Formel hier umstelle, komme ich da drauf, dass praktisch UB UR1 plus UR2 ist. Wenn ich dieses habe, dann kann ich den Strom einsetzen, nämlich ja, und den Widerstandswert natürlich. UR1 ist gleich R1 mal I. Und hier im unteren Bereich genau das gleiche, also R1 mal I wiederum plus R2 mal I. Und dann komme ich auf diese Formel. Und dann sieht man hier schon, hier kann ich praktisch das I rauskürzen. Der Strom ist für die Berechnung gar nicht von Belang. Er ist nicht notwendig. Und insofern macht sich das eigentlich relativ einfach. Dann kann ich sagen, UR1 zu UB ist gleich R1 durch R1 plus R2 und daraus folgt UR1 ist gleich UB mal R1 durch R1 plus R2. Das ist praktisch letztendlich diese Formel. Und das ist also ganz wichtig zu wissen, dass man bei der Spannungsteilerregel keine Ströme verwendet. Das braucht man nicht. Das wäre auch dann, wenn man die verwenden würde, auch irgendwann zu ungenau. Also man rechnet eigentlich immer nur mit Verhältnissen. Das bedeutet, dass ich, wenn ich jetzt hier meinetwegen einen Widerstandswert gegeben habe für R1 und R2, aber nur eine Spannung für den R1, kann ich auch die Spannung für R2 ausrechnen mit einem Dreisatz letztendlich. Ich kann also dann sagen, ich schreibe das mal hier unten hin, UR1 entspricht R1 und UR2 entspricht R2. So, und wenn ich jetzt sage, ich habe zwei Widerstandswerte gegeben, aber nur eine Spannung, na gut, dann kann ich eben diesen Dreisatz auflösen und UR2 oder UR1 berechnen, je nachdem. Ich kann natürlich auch einen Widerstandswert berechnen. Das ist dann alles möglich. Also es ist relativ einfach, das auszurechnen. Hier nochmal der Hinweis, es ist ein unbelasteter Spannungsteller, so wie ihn eben auch die normalen Ingenieure und Techniker verwenden. Auf den belasteten Spannungsteller gehe ich nicht ein. Komme ich jetzt zu zwei Beispielen. Das erste Beispiel ist sehr, sehr einfach. Wir haben eine Versorgungsspannung von 9 Volt. Wir haben zwei Widerstände mit 1 Kiloohm. Diese Schaltung ist hier gegeben. Bei 1 Kiloohm auf beiden Seiten her kann man sich ja denken, da fällt immer die Hälfte der Versorgungsspannung ab. Also hier müssten 4,5 Volt jeweils abfallen. Und na, das messen wir doch einfach mal nach. Ich habe die Schaltung hier aufgebaut auf dem Steckbrett. Das sind 2 mal 1 Kiloohm Widerstände hier drin aufgebaut. Ich habe hier 9 Volt angeschlossen und wenn ich jetzt hier mein Multimeter mal zeige hier, dann sehe ich also hier 4,5 Volt zeigt es an, der untere Widerstand. Und wenn ich jetzt hier mal auf den oberen Widerstand da nochmal nachmesse, dann sollte das Ergebnis eigentlich genauso sein.
Genauso. Also, Schaltung stimmt, funktioniert. Messergebnisse sind gleich dem, was man so erwartet. Auf der rechten Seite habe ich jetzt zwei unterschiedliche Widerstände. Ich baue das mal kurz auf. Der eine Widerstand ist jetzt in 1 Kilo Ohm, der andere 3,3 Kilo Ohm. So wie es hier auch zu sehen ist. Von der Formel her müsste für UR1 2,09 Volt rauskommen und für UR2 6,91, natürlich der Rest zu 9 Volt. Schauen wir uns das Messergebnis mal an. Also ich habe jetzt den oberen Widerstand 1 Kilo Ohm. Da komme ich jetzt auf 2,12 Volt. Also das wäre praktisch hier 2,12 Volt. Und beim unteren Widerstand, bei dem 3,3 Kilo Ohm, mal schauen, was daraus kommt. Da kommt also 6,88 raus oder 6,89. Haut eigentlich ganz gut hin. 6,88 Volt. Die Toleranz ist natürlich bedingt durch die Widerstände. Die haben alle, der eine hat hier 5%, der andere hat 1%. Also daher kommen die Toleranzen. Man kriegt das also nicht ganz exakt hin. Aber das haut jetzt von dieser Berechnung gut hin. Das nächste Beispiel hier ist eigentlich genau wie das, was ich zuletzt hatte. Bei dem hatte ich ja jetzt hier 1 Kilo Ohm und 3,3 Kilo Ohm. Das heißt hier ein Verhältnis von 1 zu 3,3 von den Widerständen her gesehen. Das habe ich jetzt auch. Allerdings habe ich jetzt andere Widerstände genommen. Ich habe hier 1 Mega Ohm und 3,3 Mega Ohm. Also auch 1 zu 3,3. Und rein rechnerisch muss natürlich das gleiche rauskommen. Jetzt nehme ich mal hier mein Multimeter und messe einfach mal nach. Ich messe jetzt an dem 3,3 Mega Ohm Widerstand und bekomme folgendes Messergebnis raus. Man sieht es jetzt hier, 3,83 Volt. Also das schreibe ich mal auf, das ist mein Messergebnis. Das ist jetzt der untere, das ist also R2. 3,83 Volt. Bei dem oberen Widerstand schaue ich mal nach, wie viel dort abfällt. Man sieht es hier, 1,16 Volt. 1,16 Volt. Jetzt ist natürlich die Frage, da gibt es ein Problem. Also erstmal stimmt das Messergebnis überhaupt nicht. Und das, was noch viel schlimmer ist, wenn ich jetzt die Gesamtspannung hier mal ausrechne, wir hatten ja gesagt, also UR1 und UR2 sind 9 Volt, da komme ich niemals auf 9 Volt. Jetzt kann ich ja sagen, na gut, vielleicht stimmen ja die 9 Volt nicht, also messe ich nochmal nach die 9 Volt. Aber ich habe hier die 9 Volt. Ja, ich messe jetzt zwischen dem Punkt und dem Punkt 9 Volt. Also was stimmt jetzt hier nicht? Und dazu gibt es eine ganz simple Erklärung. Die Erklärung liegt hier in diesem Messgerät. Denn der Innenwiderstand dieses Messgeräts ist so gering, dass er jetzt einen Einfluss auf diese Schaltung hat. Das heißt, was wir jetzt haben mit diesem Messgerät, ist kein unbelasteter Spannungsteiler mehr. Wir haben eine Last dran. Und zwar in Form dieses Messgeräts, welches ja meinetwegen hier angeschlossen ist. Ich zeichne es mal hier so ein. Hier ist also jetzt das Voltmeter dran. Und das Voltmeter hat einen Innenwiderstand, RI. Und dieser Innenwiderstand hat jetzt einen Einfluss auf den Spannungsteiler. Der ist jetzt belastet und damit kriege ich natürlich nicht das raus, was ich gerne hätte oder was ich vorher berechnet habe. Deswegen muss man bei solchen Sachen, und da spricht man von sehr hochohmigen Spannungsteilern, ich habe jetzt hier Megaohms drin, das ist schon sehr hochohmig, muss ich also ein entsprechendes Messgerät auch haben, was hier auf meinen hochohmigen Spannungsteiler keinen Einfluss hat. Ich habe hier eins mal mitgebracht, das ist ein relativ altes Messgerät, aber ich hoffe, es klappt. Und wenn ich jetzt hier nochmal nachmesse, ich habe also hier auch meine 9 Volt und wenn ich jetzt die Spannung über den 3,3 Mega Ohm nachmesse, gut, da komme ich auf 6,4 Volt, das ist nicht ganz, weil das Messgerät hat auch, glaube ich, nur 10 Mega Ohm im Widerstand und im oberen Bereich, müsste ich mal schauen, 6,4 zu 1,95. Das haut natürlich auch nicht hin. Das heißt, dieses Messgerät hat auch einen
ja, Innenwiderstand, der immer noch zu niederohmig ist, um hier in so einer Schaltung genau zu messen. Um da genau zu messen, braucht man wirklich ein Tischmultimeter, ein sehr präzises und hochwertiges, um hier so einen hochohmigen Spannungsteller richtig durchzumessen. Was man jetzt machen kann, ist mal den Innenwiderstand hier von diesem Multimeter ausrechnen. Also RI ist gleich. Wie hoch ist RI? Dazu kann man natürlich das ganz gut berechnen. Man hat ja die Spannung, die das Multimeter misst, wenn es parallel zu diesem anderen Widerstand hier geschaltet ist. Das heißt, ich habe die Spannung U ist gleich 3,83 Volt. Und beide Widerstände RI und R2 sind ja parallel und das ist für mich jetzt ein neuer Widerstand. Gesamtwiderstand Rx, ich nenne einfach mal Rx. Und Rx ist gleich R2 parallel zu Ri. Und dann kann ich jetzt eben sagen, nach dem Dreisatz sozusagen, Rx entspricht 3,83 Volt. Während hier oben der R1, da wird ja im Moment nichts gemessen, da ist also dann wirklich die reale Spannung vorhanden. R1 ist ja der 1 Megaohm, also 1 Megaohm. 1 Megaohm entspricht dann 9 Volt minus 3,83 Volt und das sind dann 5,17 Volt. Diese Formel kann ich erstmal aufstellen. Oder diesen Dreisatz und kann dann Rx ausrechnen. Rx ist gleich 1 Megaohm mal 3,83 Volt geteilt durch 5,17 Volt. Man sieht, die Spannung kürzt sich raus. Es bleibt also wirklich ein Widerstand übrig. Und Rx hat dann einen bestimmten Wert. Ich habe den auch schon mal ausgerechnet. Ungefähr, ich schreibe den mal hier, ist ungefähr 740 Kilo. Es ist nicht ganz genau, den genauen Wert habe ich hier im Taschenrechner zu stehen, aber das ist erstmal Rx. Ja, und wenn ich das habe, dann kann ich auch den Ri ausrechnen. Denn die Formel für das Parallelschalten von Widerständen ist ja folgende. Wenn ich jetzt Rx als den Gesamtwiderstand annehme, R1 durch Rx, ist gleich 1 durch R2 plus 1 durch Ri. Ich werde das jetzt nicht weiter auflösen, sondern ich schreibe einfach mal hin, Ri ist gleich, das habe ich auch schon ausgerechnet, 955 Kiloohm, also sozusagen aufgerundet 1 Megaohm. Also dieses Messgerät hat in der Tat dieses hier einen Innenwiderstand im Spannungsbereich von nur 1 Megaohm. Also wenn man mit solchen Billigmultimetern misst, muss man aufpassen, wenn man hier sehr hochohmige Widerstände hat oder generell eine sehr hochohmige Schaltung, dass man denn da wahrscheinlich falsch misst. Die bisherigen Schaltungen basierten ja auf zwei Widerständen, die fest waren und in dieser Schaltung geht es einfach mal um einen einstellbaren Spannungsteiler. Und zwar hier mit Hilfe so eines Potis oder eines Trimmers. Man sieht hier praktisch das Symbol des Widerstandes und so einen Schleifer hier in der Mitte und den Schleifer kann ich verstellen. Und je nach Schleiferstellung habe ich nach oben hin und nach unten hin einen bestimmten Widerstand. Beide Widerstände zusammen geben dann einen Wert und dieser Wert ist normalerweise auf dem Poti oder auf dem Trimmer aufgedruckt. Das heißt, der Widerstandswert zwischen diesen beiden Pins, Anfang und Ende, ist immer gleich und in der Mitte habe ich hier diesen Abgriff und kann dann praktisch dort den Widerstandswert oder jetzt in dem Fall hier auch die Spannung ändern. Das heißt also, wenn der Trimmer jetzt ganz oben wäre hier, also der Schleifer besser gesagt, dann hätte man hier 9 Volt nach unten und zwischen diesem oberen Punkt und dem Schleifer wäre 0 Volt und wenn ich ihn unten habe, dann genau umgekehrt. Das Poti hat immer drei Anschlüsse, ganz klar. Für einen einstellbaren Spannungsteiler brauche ich alle drei Anschlüsse. Es kann aber auch sein, dass es Schaltungen gibt, wo nur zwei verwendet werden. Aber was man auf jeden Fall braucht, ist der Schleifer. Der Schleifer wird immer verwendet. Ja, ich habe das hier auch ja, im Prinzip aufgebaut. Das ist eigentlich relativ harmlos. In der Mitte
des Bodies ist ein Schleifer. Das ist eigentlich generell so, dass ein Pin, der irgendwie in der Mitte zwischen zwei anderen liegt, der Schleifer ist. Oben und unten habe ich jetzt praktisch wieder meine 9 Volt und Ground. Und ich kann jetzt im Prinzip mit dem Multimeter mal messen, was bei dem grünen Pin hier rauskommt. Das Multimeter ist angeschlossen. Man sieht jetzt hier auf der Seite eben den grünen und ich bin an Ground dran. Und im Moment messe ich 0 Volt. Das heißt, das Body ist auf einer Seite auf einen Anschlag praktisch gestellt worden. Und wenn ich jetzt hier drehe in eine Richtung, dann kann ich also hier maximal 9 Volt einstellen. Ich kann also jede beliebige Spannung dazwischen einstellen, die möglich ist zwischen 0 und 9 Volt hier in dem Fall. Hier nochmal als Hinweis, ich habe jetzt hier ein 2,2 Kiloohm Poti genommen. Wenn es wiederum sehr hochohmig wird, kann man mit solchen Messgeräten wahrscheinlich nicht messen, beziehungsweise man misst falsch. Also wenn man sowas mal aufbaut, dann eher zwischen einem Kilo und sage ich mal 100 Kiloohm Poti nehmen, dann ist man in jedem Fall auf der sicheren Seite, dass man auch richtig mit solchen Messgeräten misst. Dieser Spannungsteiler besteht jetzt aus 3 Widerständen und jetzt kann man natürlich über jeden Widerstand oder für jeden Widerstand die entsprechende Spannung berechnen. Ich habe das hier auf der Seite mal gemacht. Ich habe mich leider hier auch vertan, das ist falsch rum das Ergebnis. Jetzt ist die Frage, na, wie ist es denn, wenn ich jetzt gegen Masse messe, also gegen Ground? Dann habe ich hier bei R19 den Punkt B. Na gut, das ist dann UR19, das ist ja okay. Aber bei Punkt A, wie hoch ist da die Spannung nach Ground? Und da muss ich natürlich beide Spannungen von R18 und R19 zusammenziehen. Ich will das einfach mal kurz zeigen hier, die einzelnen Spannungen, die Messergebnisse, dann vergleichen mit dem, was ich berechnet habe. Also das erste ist die Spannung an dem unteren 10 Kiloohm Widerstand. Die beträgt jetzt hier 0,835 Volt. Ich habe 0,844 Volt berechnet. Das ist aber vollkommen okay. Toleranzen in Widerständen sorgen dafür, dass es eben nicht ganz so genau ist. Dann habe ich den zweiten Widerstand. Das ist der 2,2 Kiloohm Widerstand. Wie gesagt, da hatte ich mich vertan. Das ist jetzt der hier, also 0,185. Da habe ich jetzt 0,186 Volt. Haut also auch ganz gut hin. Und beim letzten Widerstand hier, das ist der oberste, der 47 Kiloohm, da ist jetzt die Spannung, liegt da bei 3,968 und berechnet hier wurde 3,969 halt, haut also ganz gut hin. Man sieht hier auch ganz gut, wir haben hier 3 unterschiedliche Widerstandswerte und es ist ganz klar, bei dem größten Widerstand hier muss auch die größte Spannung abfallen und bei dem kleinsten natürlich die kleinste Spannung. Das ist hier auch mit praktisch nachgewiesen worden. Jetzt hatte ich aber erzählt, wie sieht es aus mit der Spannung bezogen auf Ground oder diesen Punkt. Das heißt, ich werde jetzt hier mal den Ground mit dem Multimeter verbinden, so, und jetzt hier praktisch an dem oberen Punkt A messen. Und A wäre ja UR18 plus UR19. Das wäre also diese 0,84 Volt plus, weil es hier falsch ist, 0,18 Volt sind also irgendwie 1 Volt und ein bisschen. Und man sieht ja, man hat jetzt hier 1,02 Volt. Das haut also auch ganz gut hin. Das nächste und auch letzte Beispiel hier in dem Video zum Spannungsteiler ist hier ein spezieller Spannungsteiler, der aus 2 Widerständen und einem Poti besteht. Und zwar so, dass er nach oben hin mit plus 5 Volt verbunden ist und nach unten hin mit minus 12 Volt. Zur Erklärung vielleicht erstmal dazu, ich habe jetzt ein Netzteil mit 2 Ausgängen und dieses Netzteil ist praktisch hier dargestellt. Ich habe also einmal 5 Volt. Ich habe dann Ground sozusagen, also den Mittelpunkt von den beiden und dann minus 12 Volt habe ich eingeschaltet jetzt auf einem zweiten Kanal. Also ich verwende bei dem Netzteil hier 2 Kanäle. Das eine ist auf 5 Volt eingestellt, das andere auf 12 Volt und in der Mitte sind die beiden miteinander verbunden. Und die Frage ist jetzt, wie kann man eigentlich diesen Spannungsteiler jetzt berechnen und wie geht man da eigentlich vor? Ich habe hier mal so ein paar Schritte aufgezeichnet. Was man als erstes braucht, ist die Gesamtspannung. Also die Gesamtspannung hier ist in dem Fall 17 Volt. Also den Betrag der Gesamtspannung braucht man hier. Ich habe es hier nochmal aufgeschrieben.
5 Volt und 17, 5 Volt und 12 Volt sind 17 Volt. Dann braucht man den Gesamtwiderstandswert von allen Widerständen, die da dranhängen. Das heißt also 22 Kiloohm plus 1 Kiloohm, hier steht es, 1 Kiloohm Poti, plus 10 Kiloohm sind also 33 Kiloohm. Und mit diesen beiden Angaben kann ich im Prinzip durch den Dreisatz jetzt alle Spannungen über den einzelnen Widerstand berechnen, mittels Dreisatz. Man kommt hier auf verschiedene Werte natürlich. Für den R1, also UR1, komme ich hier auf 11,33 Volt. Für das Poti von E nach A komme ich auf 0,515 Volt. Und UR5 wäre dann 5,15 Volt. Das sind also hier diese Ergebnisse, die ich hier schon vorab schon mal ausgerechnet habe. Alle zusammen ergeben natürlich wieder die 17 Volt. Wenn ich jetzt sage, ich habe hier dieses Poti und möchte wissen, in welchem Bereich ich diese Spannung hier einstellen kann, nach Ground, dann muss ich gucken, wie hoch die einzelnen Spannungen hier auf der Seite jeweils sind und muss die in Relation hier zu zum Beispiel zu diesen 5 Volt oder diesen minus 12 Volt setzen. Und dazu kann man jetzt hier unten praktisch das auch nochmal notieren, UA. Also die Spannung hier unten zu Ground ist minus 12 Volt. Ich habe ausgerechnet an UR5 sind 5,15 Volt. Das heißt also, ich bin im negativen Bereich, gehe aber 5,15 Volt nach oben, sodass ich bei A auf minus 6,85 Volt hier komme. Also dieser Punkt hier in der Mitte zu Ground kann oder liegt bei minus 6,85 Volt. Bei dem oberen eigentlich genau das gleiche. Da sage ich eben 5 Volt minus die UR1. UR1 war 11,33 Volt, also wesentlich mehr als 5 Volt. Das heißt, ich muss diese 5 Volt und dann abziehen davon 11,33 Volt. Und dann komme ich auf minus 6,33 Volt hier an diesem Punkt. Das heißt, das Poti, den Ausgang hier, kann ich zwischen minus 6,33 und minus 6,85 Volt einstellen. Ich komme nicht auf 0 Volt. In manchen Schaltungen mit Feldeffekttransistoren kann man sowas verwenden als Vorspannung. Das Messergebnis möchte ich natürlich hier auch zeigen. Die Schaltung ist hier aufgebaut. Ich habe hier in der Mitte den Ground. Also dieses Ground geht jetzt an das Netzgerät und auch an das Multimeter. Und wenn ich jetzt hier nach oben messe, habe ich also hier die plus 5 Volt. Das ist also hier meine 5 Volt Seite und hier unten ist meine minus 12 Volt Seite. Und wenn ich jetzt hier in die Mitte gehe zum Poti, dann sieht man, ich bin jetzt bei minus 6,32 Volt. Und wenn ich jetzt hier drehe, komme ich also auf minus 6,8 ungefähr, 6,87 und hier minus 6,32. Ich kann also diesen Punkt am Poti nicht auf 0 drehen. Ja, und das Gesamtergebnis ist entsprechend der Berechnung schon, die ich gemacht habe, und somit haut die Messung dann auch hin. Ja, das war es hier zu dem Thema Spannungsteiler, vielleicht mal ein bisschen ausführlicher auch und auf eine andere Art und Weise. Ich hoffe, dass es geholfen hat und weiterhin viel Spaß. Tschüss.